So, und damit hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Basmati Reviews und Far Cry 3. Ja, wir sind jetzt hier am Zielort angekommen. Und ich Das ist muss das jetzt Lager. hier Jetzt zum Alarm. die Bänger ficken. Genau. Denn los, ey. Wow. Okay, zum Haupteingang sollte ich vielleicht nicht rein oder rausgehen. Ich sehe lieber mal nach. Ja, komm, du Penner. Sieh du mal nach. Kannst du mal meine Kugel nachsehen, ob der Magazin noch voll ist? Komm näher, komm schon. Okay, einen von den Miesewichten habe ich schon mal. Oh ja. Voll in den Arsch geschossen. Nein, da ist doch schon die Muni leer. Scheiße. $4, die bringen mir nichts. Ich will die Waffe tauschen. Oder auch nicht. Ein ist auch leer. Alter, ich will die scheiß Waffe mit dem tauschen. Joa, der ist eh schon ausgelöst, von daher ist es eh egal. Wow! Jo, wahrscheinlich Handgranaten. Was es hier alles für krassen Scheiß gibt, du ey. Oh nein! Fuck. Ups. Oh, fuck. Scheiße, Mann. Und ich sollte da eigentlich rein und was rausholen. Feuerschäden, geh aus. Pusten, pusten.
Also dafür, dass es ein Waffenlager ist, ja, ist es ja mal richtig gar nicht hochgegangen. Wow, bam, und zwar volles Brett. Das war sehr gute Arbeit. Jetzt, erzähl mir von deinen Freunden. Im Funk hieß es, Waschen nimmt Lösegeldvideos in der PC auf. PC? Was ist denn die PC? Pirates Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Chris, die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. Genau, der hat auch ein bisschen zu viel gekifft, aber naja. Gefängniseinbruch ist der nächste Auftrag. Ja, hier sind halt überall noch Piraten. Jetzt sind die hinter mir her. Na super. Okay, und da bin ich auch schon angekommen. Oder ist es das Falsche? So. Auf jeden Fall ist es ein schönes kleines Lager, was ich mir jetzt mal... Fuck, Alter. Granate, ich wollte wissen, wie man eine Granate wirft. Nein, scheiße. Ja, okay, es war eh nur eine kleine Nebenmission, diesen Punkt. Habe ich vielleicht nicht ganz so taktisch gelöst. Aber egal. Würde ich sagen, gehen wir in der Hauptstory einfach weiter. Arbeit. Ja. Jetzt, erzähl mir von deinen Freunden. Im Funk hieß es, Waschen nimmt Lösegeldvideos in der PC auf. PC? PC. Pirates Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Jason, die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. Hey, das kann doch nicht das Lager sein, wo ich hin muss. Ist auf der Karte doch woanders markiert. Naja, egal. Ich werde jetzt einfach zu dem Lager fahren. Jason. Ja, Jason. Das war sehr gute Arbeit. Dankeschön. Jetzt, erzähl mir von deinen Freunden. Im Funk hieß es, Waschen nimmt Lösegeldvideos in der PC auf. PC? PC. Pirates Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Jason,
Die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. Okay, jetzt kriege ich nochmal die Mission. Gefängniseinbruch, und in der werde ich jetzt auch nachgehen. Ich habe jetzt leider kein Auto. Okay, da hinten sind auch Piraten. Das Gefängnis ist da auch irgendwo. Ich guck mal auf der Karte gerade. Aktuelles Ziel dahin. Ja, es ist da hinten. Ich schwimme trotzdem mal zur Insel. Vielleicht kann ich mir da ein Boot klauen oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Mal gucken. So, gut, angekommen sind wir schon mal. Da liegt auch ein Boot. Oh. Was? Hä? Haben meine Haare gebrannt? Ach was, ich werde hier einfach nochmal rüberschwimmen. Das Schwimmen geht ja hier recht schnell. Was sind da Fische? Quallen? Ja, Tatsache. Quallen, zwei Stück. Boah, ich glaube, die können mir bestimmt wehtun. Sehr gut. Kriegst ja Luft. Das ist ein Jetski. Dr. Earnhardt? Hey, Daisy hier. Ich habe mir sein Handy ausgeliehen. Wie läuft die Suche? Ich komme voran. Wie geht's dir? Oh, alter Schwede. Der Doktor hat mich in eine Höhle unter dem Haus gebracht. Ist sicherer, weil die Piraten die ganze Zeit bei ihm einkaufen. Aber hör mal, ich habe da unten was gefunden. Das musst du dir ansehen. Okay, wir treffen uns später dort. Hoffentlich mit unseren Freunden. Gut, bis dann. Scheiß Rebellen können die scheiß Insel behalten. Oh! Okay, Alarm ist deaktiviert. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Spotten. Okay, an den Typ da hinten muss ich ran. Was zum? Scheiße! Ich glaube, ich habe mir den Tripper geholt. Wessen Leiche ist das denn? Die Leiche des Sonnenbrillenmörders. $11, das war's wert. Raubmord natürlich. Und eine Lederbrieftasche. Warum hat der denn eine Lederbrieftasche? Ich wette, der kann doch nicht mal lesen. Oh, fuck, 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 fuck. Eine Schlange. Was für ein Trickfluch. Was zum? Take down! Den mache ich so lieb. Der ist so geil. Finde ich richtig gut. Da ist auch noch einer. Ein Königreich für ein kaltes Bier. Ja, das habe ich schon mal gehört.
hältst nicht mehr aus. Komm schon. Ich will doch nur den Schurken da unten. Leck mich fett. Scheiße, Splitter in der Hand. Rausziehen. Verbinden und weiter geht's. Ab geht die Luzi. Ab geht die Luzi. War hier nicht noch einer? Ne? Keiner mehr? Chicken! Chicken, Chicken, Chicken! Also, wo werden diese Lösegeldvideos gedreht? Ja, in dem in der Höhle drin. Nein! Nein! Das kann doch nicht sein. Oh, ich war fast fertig. Fast fertig mit der Mission. Das kann ja nicht mehr weit gewesen sein. Ah, okay. Also, wo werden diese Lösegeldvideos gedreht? Den treib ihn aus der Höhle raus! Headshot. Lisa, ich komme! Willst du mich verarschen? Er rennt mich fest! Oh, ich bin auf der Höhle rauf! Du bist tot! Komm schon, sterb doch einfach. Lisa! Bast, Alter. Nein! Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Mann, die Mission da, ey. Ist echt peinlich. Also, wo werden diese Lösegeldvideos gedreht? Schuss! Doch nicht! Oh ja! Das. Lisa, ich komme! Er rennt zum Gefängnis! Treib ihn aus der Höhle raus! Nalt den Wasser raus! Geh runter! Gut, gut, gut. Ich will. So ein bisschen Rambo-mäßig. Hey, den holen wir uns! Lisa, heilige Scheiße. Komm schon, jetzt raus da. Scheiße, weg hier! Scheiße! Scheiße. Nein, das gibt's nicht. Schon wieder so knapp gestorben. Okay, jetzt Buggies. Konzentration jetzt auch noch. Im letzten Teil der Mission. Ich kann mich erinnern, dass da irgendwie schon. Also, wo werden diese Lösegeldvideos gedreht? Aus der Höhle raus! Ja.
Fischer, ich komme! Einfach mal die Waffe wechseln vielleicht. Mit der Schotte geht's bestimmt besser. Er rennt zum Gefängnis! Treibt ihn aus der Höhle raus! Ich bin... Ha, die hat schon ordentlich Wumm. Scheiße. Deine Mutter schluckt das hier. Und zwar von mir. Alter! Ohne Scheiß. Sind die Höhlen-Mongos hier OP, ey? Das gibt's doch nicht. So, jetzt noch einmal zusammenraffen. Links, links, rechts. Alter, fick dich ohne Scheiß. Jetzt will's grad gar nicht mehr. Ich brauche jetzt mal kurz eine Pause. Ich habe ja nicht auf hoch gestellt, ich habe auf Krieger, das ist ja... So. Spackos sind tot. So, jetzt kommt hier noch einer. Ey, es ist unfassbar, ey. Was soll die Scheiße? Okay, jetzt ein allerletztes Mal. Das kann ja nicht wahr sein. Also, wo wird diese Lösegeld-Videos gedreht? Die Höhle! Er rennt zum Gefängnis! Treibt ihn aus der Höhle! Spast, ey. Ich komme! Wie werfe ich denn eine Granate, Leute? Nee. G ist das doch normalerweise, oder nicht? Ah. Granate! Vorsicht! Okay, mit Mausrad. Habe ich sie jetzt alle, oder? Er rennt zum Gefängnis! Fischer! Heilige Scheiße! Sind jetzt mal alle tot. Ich komme, Lisa! Halt alle so scheiß Schotties. Geh auf, endlich Checkpoint. Ist nur ein Video. Sie ist nicht hier. Nein. Halt dein Maul. Er geht nicht tot. Doch. Wo bist du? Wow. Jetzt habe ich zum Ende der Folge noch einen Schlag ins Gesicht bekommen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Basmati Reviews.